Herzlich willkommen bei uns, Niklas Fank. Zu sehen gerade in einem Film, der auch auf sterntv.de zum Abruf zur Verfügung steht. Und ich begrüße ganz herzlich den Bundessprecher der AfD bei uns, Jörg Meuthen, ist hier. Sie haben das gerade aufmerksam verfolgt. Das hat Sie sicherlich auch nicht kalt gelassen. Denn Niklas Fank sagt, immerhin die AfD spricht und ich höre den Sound, ich höre die Rhetorik der Nazis. Ich will es mal so versuchen und versuchen Sie eine Antwort. Können Sie es ansatzweise nachvollziehen? Nein. Das muss ich klar, sehr klar sagen. Auch nicht im Ansatz. Das beruht auf einem fundamentalen Missverständnis. Das Missverständnis kann ich angesichts der medialen Darstellung meiner Partei zu Teilen verstehen. Aber ich greife mal exemplarisch etwas heraus. Herr Frank attackiert da massiv, dass Alexander Gauland den Begriff Jagen verwandt hat. Man will sie jagen. Und ich weiß nicht mehr genau, wie Sie es da gesagt haben, aber sinngemäß, das sei also geradezu martialisch und gewaltaffin. Zum Jagen gehört immer ein Opfer. So, und würden Sie jetzt Herrn Lindner zum Beispiel von der FDP auch als Rechtsextremisten bezeichnen? Der wollte Frau Hannelore Kraft, Ministerpräsidentin damals in NRW, jagen. War überhaupt kein Thema, hat niemand gestört. Also Sigmar Gabriel von der SPD wollte die gesamte Bundesregierung Merkel jagen, hat niemand gestört. Es kommt also in diesem Land sehr stark darauf an, wer etwas sagt. Das stört niemand, wenn Herr Gabriel das sagt. Und es stört auch niemand, wenn gesagt wird, man müsse das Personal der AfD attackieren, wie das zum Beispiel Herr Stegner macht und ähnlich gewaltaffine Äußerungen. Ich kann es rauf und runter definieren. Herr Meuthen, nur als Anmerkung dazu, weil wir jetzt weder Herrn Lindner noch Herrn Gabriel hier im Rotton haben, das Zitat, in welchem Zusammenhang überprüfen jagen Sie oder Sie aus dem Amt. Wir werden das sehr gerne überprüfen. Eins möchte ich nur anmerken, weil das ja eine beliebte Strategie ist. Ein Mist mit dem anderen Mist zu rechtfertigen, kann ja nicht die Lösung sein. Vorsicht. Also wenn jemand anders Bullshit redet, um es mal so zu formulieren, dann heiligt das ja nicht den Mist, der möglicherweise aus den Mündern Ihrer Partei vorgekommen ist. Ich bin auch nicht mit allen Äußerungen einverstanden. Weder unserer Konkurrenz. Wir werden wen auch immer jagen. Wie soll man das verstehen? Mir ist es im Duktus zu martialisch. Also Sie können ja Reden von mir untersuchen. Es gibt ja Hunderte. Und da werden Sie solche Formulierungen eher nicht finden. Ich finde das vergleichsweise unverfänglich, muss ich Ihnen wirklich sagen. Da gibt es andere Äußerungen, die finde ich krasser. Und zwar sowohl seitens unserer politischen Gegner. Ja, Herr Laschet will uns bis aufs Messer bekämpfen, ist in dieser Zeit vielleicht auch nicht eine angemessene Aussage, hat er letzte Woche gesagt. Warum stört Sie das bei Herrn Laschet, aber warum stört Sie das nicht bei Ihren Parteifreunden? Nein, ich räume frank und frei ein. Das stört mich. Manche Äußerungen in meiner Partei stören mich auch. Da gibt es auch immer wieder Ordnungsrufe. Und wenn Äußerungen über das erträgliche Maß hinausgehen, dann gibt es Ordnungsmaßnahmen bis hin zum Parteiausschussverfahren. Also zum Beispiel der Landesvorstand Bayern, jetzt letzte Woche ein Parteiausschussverfahren gegen jemand eingeleitet, der ganz fürchterliche Sachen gesagt hat, vollständig indiskutabel. Da gibt es schnelle, klare Telefonate und dann gibt es einen Umlaufbeschluss des Landesvorstands und dann gibt es ein Parteiausschlussverfahren. Aber das, was Herr Frank eben kritisiert hat, können Sie, Zitat, nicht ansatzweise nachvollziehen. Herr Frank, da muss ich Sie auch mal fragen, sind Sie vielleicht ein Sensibelchen oder will der Herr Meuthen Sie nicht verstehen? Ich kenne meinen Vater und ich sehe ihn wieder in der AfD. Und zwar in sämtlichen Mitgliedspositionen bis zu Ihnen hinauf. Was Sie jetzt wieder machen, ist das typische Wegmachen mit irgendwelchen anderen Vergleichen. Warum ist eine Beatrix von Storch noch in Ihrer Partei, die auf Kinder schießen lassen wollte? Warum bleiben Sie doch bei der Wahrheit, hat sie nie gesagt. Das hat sie geschrieben. Nein, das hat sie auch nicht geschrieben. Ach, komm, sie ist auf der Maus ausgerutscht. Dann gehen Sie bitte in den Wortlaut hinein und dann werden Sie sehen, dass Frau von Storch da auf Grenzschutz insistiert. Das ist eine völlig andere Geschichte. Sie verdrehen es, Herr Frank. Bleiben Sie bei der Wahrheit. Warum ist ein Mann noch bei Ihnen in der Partei drin, der jetzt selber freiwillig, er wurde nie daran vorher schon rausgeworfen, der immerhin dazu auffordert, doch Flüchtlinge eher im Rhein zu ertränken? Was sind denn das für Äußerungen? Warum haben Sie noch nicht, entweder dass Sie nicht selber ausgetreten sind aus so einer Partei, oder warum haben Sie nicht dafür gesorgt, dass diese Leute mit solchen Äußerungen umgehend aus der Partei ausgeschlossen werden? Warum eigentlich nicht? Ich sage, gut. Ja, warum nicht? Ich sage Ihnen etwas, was Ihnen nicht gefallen wird. Ich gebe mein Gesicht für diese Partei sogar gerne. Und zwar deswegen, weil wir eine Partei sind von 35.000 Menschen, Tendenz immer weiter wachsend. Das ist bürgerlich, konservativ, freiheitliches Publikum. Das ist mörderisch. Und es ist nicht mörderisch. Herr Frank, Sie haben eine spezielle Lebensgeschichte, vor der habe ich großen Respekt. Aber Sie übertragen hier etwas auf eine Gruppe von Menschen, denen Sie bitteres Unrecht tun. Und ich kann Ihnen nur sagen, ich stehe vor meinen Leute drin, die Presse abschaffen wollen, die Freie. Sie haben Leute drin, die unabhängige Justiz abschaffen. Ich habe doch die Zitate hier.
Und das wird alles, das decken sie damit, dass sie solche Sachen sagen, anstatt die sofort auszuschließen. Wer je so etwas sagt, sollte ausgeschlossen werden. Herr Franke, gestatten Sie mir kurz die Chance, weil ja. Ich habe diesbezüglich eine relativ unverdächtige Familie und kann mit ein paar Zitaten aufwarten, die mich trotzdem arg befremden. Ich habe auch eine unverdächtige Familie. Die mich trotzdem sehr, sehr mit Unbehagen zurücklassen. Wir haben Björn Höcke gerade gesehen und können ihn zum Beispiel mal zitieren. Er hat in einem Interview mit dem Wall Street Journal gesagt, das große Problem ist, dass man Hitler als das absolut Böse darstellt. Das ist ein großes Problem, sagt er, dass man Hitler als das absolut Böse darstellt. Hat Höcke in Ihren Augen recht? Muss man Hitler relativieren? Ein Satz, der aus meinem Munde so nicht käme, um das klar zu sagen. Aber Sie sind ja Bundessprecher und das ist der Spitzenkandidat in Thüringen, der möglicherweise im Bundesvorstand vorstoßen wird. Ich bin nicht hier, um in diesem Interview eine Höcke-Textexegese zu machen. Wenn Sie also über Höcke-Zitate reden wollen, dann würde ich einfach vorschlagen, laden Sie Björn Höcke ein. Das ist doch wieder eine Ausweicherei. Dann gehen Sie mit Höcke ins Gespräch. Sie weichen dauernd aus. Ich probiere es noch mal anders. Es gibt hunderte von Reden von mir. Sagen Sie mir einen einzigen Satz, einen, der anfechtbar ist. Sagen Sie mir einen Satz. Bundessprecher, Sie sind das sogenannte bürgerliche Aushängeschild für eine Gruppe oder immer größere Gruppe, die nämlich wirklich drauf und dran ist, sämtliche, auch im Grundgesetz festgehaltene demokratischen Grundsätze auszuhebeln. Wer attackiert die Meinungsfreiheit in diesem Land? Wer? Was? Ihr wollt sie doch abschaffen. Eben nicht. Ihr wollt sie eben abschaffen. Nicht. Ihr wollt was ist allein in dieser Woche in Hamburg passiert? Bernd das Lucke doch wieder. Bleiben sie wird doch das mal Wort dabei. Herr Meuthen, Christian Lindner darf nicht reden. Herr Meuthen, Sie reden, Sie reden mit großer Leidenschaft über Vertreter anderer Parteien. Aber das mag ja sein, dass da viele Fehler geschehen. Ich würde Sie nur bitten, heute einmal für die Partei zu reden, für die Sie hier sitzen. Sie haben gerade darum gebeten, dass wir über Ihre... Dass wir über Ihre Aussagen reden. Ich habe Ihnen klipp und klar gesagt und wiederhole das, ich stehe zu 100% hinter dieser Partei, in der es einzelne Personen gibt, die nicht reingehören, die haben Parteiausschussverfahren. Wenn Sätze kommen, wie der gerade eben von Ihnen zitierte, ist die Folge unmittelbar ein Parteiausschussverfahren. Solche Leute fliegen bei uns raus. Sie haben darum gebeten, dass Sie mit Ihren eigenen Zitaten konfrontiert werden. Es gibt derzeit eine Aktion im Netz, die heißt Wir werden Sie jagen, eine Aktionsseite, die AfD-Zitate sammelt, um Sie da auch nicht aus der Verantwortung zu entlassen. Wir können vielleicht mal eines dieser Motive zeigen. Von Alexander Gauland eine Äußerung über die damalige Migrationsbeauftragte der Bundesregierung, über Frau Özus von der SPD, hat er gesagt, man werde die in Anatolien entsorgen. Wir können es aber auch noch mal im O-Ton uns anhören, wie das Herr Gauland formuliert hat. Ladet sie mal ins Eichsfeld ein und sagt ihr dann, was spezifisch deutsche Kultur ist. Danach kommt sie hier nie wieder her und wir werden sie dann auch Gott sei Dank in Anatolien entsorgen können. Und was entsorgt man? Man entsorgt Müll. Sie machen aus Menschen Müll. Und dieser Mann ist nach wie vor Fraktionschef und noch höher. Was heißt denn entsorgen? Heißt entsorgen also zunächst wegwerfen, mal, Herr Laschke, hatten Sie gesagt, Sie wollten mich mit Zitaten von mir konfrontieren. Das kommt auch gleich. Ich glaube, ich bin nicht Gauland. Aber, lassen wir das mal stehen. Was hat Frau Özos gesagt? Frau Özos hat allen Ernstes gesagt. Was hat Herr Gauland gesagt? Er möchte sie entsorgen. Meine Frage war, was ist entsorgen? Was bedeutet entsorgen? Entsorgen ist ein Terminus, den sollte man nicht verwenden. Hat übrigens Herr Gabriel auch gemacht. Dann hören wir uns jetzt an, Herr Meuthen, was Sie in Antwort auf Herrn Gauland gesagt haben. Jetzt kommt Jörg Meuthen. Achtung, späte Pointe, aber sie kommt, Jörg Meuthen, im Originalton. Ich weiß, was ich meine. Allerdings, lieber Alexander Gauland, habe ich so meine Zweifel, ob man den Anatolen die Gesellschaft dieser Dame wirklich zumuten kann. Und überhaupt, ihre Bescheidenheit, nur diese eine Person entsorgen zu wollen, erscheint mir hier... Erscheint mir hier ausnahmsweise unangebracht. Sie haben gerade eben selber gesagt, entsorgen sei ein unglücklicher Terminus. Ist auch unglücklich, ist Politikersprache, ist kräftig, machen andere auch. Bei uns wird es angekreidet, bei anderen nicht. Es ist das immer gleiche Wasser. Sie machen immer die gleiche Ausweiche, sofort auf andere hinweisen. Sie haben das nochmal verstärkt, was Ihr Gauland gesagt hat. Wissen Sie, was Frau Özus gesagt hat? Wissen Sie, was diese Frau das gesagt hat? Das ist Ihnen völlig egal. Die diskriminiert ein ganzes Volk. Die diskriminiert ein ganzes Volk, indem sie sagt, eine
spezifisch deutsche Kultur gäbe es nicht. Warum das, Herr Frank, machen, dann halt einen Moment, Herr Frank. Mit Verlaub, das riecht Sie nicht. Frau zur Sache, zu einem Müll, den man entsorgen kein soll. Mensch und Sie ist haben Müll. Selber, ach, Herr Frank, jetzt plötzlich, also die, jetzt die, plötzlich die Aussage, es gibt keine spezifisch deutsche Kultur, rechtfertigt die Replik, dass man nicht nur Frau Özus, sondern mehrere Menschen entsorgen sollte. Verstehe ich Sie da richtig? Ich habe klar gesagt, wie der Begriff zu verstehen ist. Es geht um eine politische Entsorgung, es geht nicht um Müll. Das, was Sie assoziieren. Was ist denn eine politische Entsorgung in Anatolien? Was heißt denn, wenn man einen Menschen politisch in Anatolien entsorgt? Wie muss ich von Anatolien habe ich nun nicht gesprochen. Aber Sie haben sich angeschlossen und gesagt, nicht nur diese eine Person, Herr Gauland. Ich würde mir sehr wünschen, jetzt nehmen wir mal einen neutraleren Duktus, dass man alles, was im Moment in der Bundesregierung rumturnt, Frau Merkel ganz, ganz vorne, dass man die umfassend aus der politischen Verantwortung verabschiedet, weil sie unserem Land schweren. Warum reden Sie über Frau Merkel, wenn wir Sie zu Ihrer Wortwahl befragen, Herr Meuthen? Warum sind Sie nicht in der Lage, zu Ihrer Äußerung des Entsorgens von Menschen zu antworten und reden über die Aber habe ich doch gerade gesagt, Herr Laschke, ich habe gesagt, das ist eine sehr kräftige Wortwahl, die man im politischen Gebrauch schon mal an den Tag legt. Das machen andere auch, bei anderen ist immer das völlig die egal. Anderen, immer die anderen. Sie ja, Herr Frank, die immer die anderen. Partei, die so und so viele Leute hat, die wirklich zum Mord und Totschlag oder zur Entsorgung. Werden wir angegriffen oder die? Wie jetzt zum Beispiel Ihr Direktkandidat in, drüben in Thüringen, der Andreas Leupold, Ihr AfD-Kollege. Ist das der, dessen LKW abgefackelt wurde? Nein. Ist das der, der zusammengeschlagen wurde? Nein, die kennen Sie alle. Nein. Das passiert aber. Ein Moment. Und diese Angriffe rechtfertigen dann eine Sprache, die Herr Frank kritisiert. Der hat die Gegendemonstranten bei der Nordhauser Veranstaltung als Brüllaffen bezeichnet. Mhm. Wieder eine Vertierung oder Vermüllung. So gehen Sie mit Andersdenkenden um. Das ist Ihre Partei. Warum wird der nicht ausgeschlossen? Warum wird Gauland nicht ausgeschlossen? Warum werden Sie nicht ausgeschlossen, weil Sie selber die anatolische Beispiele noch verschärft haben? Wenn wir mit der Elle messen würden, Herr Frank, wenn wir mit der Elle messen würden, dann gäbe es in der SPD gar kein Parteimitglied mehr. Es gibt nur eine Elle, das ist die Menschlichkeit. Und wenn Sie da rangehen und aus anderen Menschen Tiere machen, Brüllaffen oder entsorgen zum Müll, dann sind Sie das Unterste, was wir hier an Politiker haben. Aber Antisemiten verteidigen Sie, ja? Antisemiten verteidigen Sie. Es war, Herr Frank, Herr Meuthen, es war der Versuch, mal bei uns konzentriert in der Sendung über die AfD und über die Aussagen der AfD zu reden. Ich habe zur Kenntnis genommen, dass Ihr Wunsch ist, vor allem auch über die SPD, über Gegner der AfD zu reden. Nein. Bleiben Sie fair, Herr Laschke. Dazu laden wir Sie auch gerne nochmal. Nein. Sie haben hier das gemacht, was medial permanent gemacht wird. Natürlich 4 Tage vor der Thüringenwahl ein konzentriertes AfD-Bashing. Komplett einseitig. Bei solchen Aussagen, man hätte zum Beispiel mal darüber sprechen können, wer im Bundestag ein Verbot der Hisbollah beantragt und wer das ablehnt. Wer hier antisemitisch ist. Gucken Sie doch mal hin, wer hier antisemitisch ist. Es ist die Linke, es sind nicht wir. Und Sie wissen es, Herr Frank. Sie wissen es. So ein Schmarrn, mir das zu unterstellen. Wir halten fest, Herr Frank. Sämtliche Parteien sind innerhalb der Menschlichkeit. Ihre Partei nicht. Ihre Partei ist Frank, Mörder. Beide Positionen sind klar geworden. Wir kommen heute Abend nicht mehr näher zusammen. Das ist so. Ich möchte verweisen auf Wir werden Sie jagen. Da sind Äußerungen der AfD nachzulesen. Wir haben längst nicht alle der 40 Zitate hier besprechen können. Einige haben wir getan. Ich bedanke mich, dass dieses Gespräch wenigstens möglich ist. Denn das gehört zur Meinungsfreiheit und zur Demokratie dazu. Und deswegen ist es toll, dass diese Begegnung... Herr Frank, wir waren doch gerade in der Schlussrunde. Danke Ihnen fürs Hiersein und danke Ihnen für die Bereitschaft, Herr Meuthen. Vielen, vielen Dank.